Hallöchen zusammen und willkommen zu der weiteren Folge bei mir auf dem Kanal Omti 2. Wir sind hier mal noch unterwegs mit dem schicken Bus. Und die erste Folge habt ihr ja schon mitbekommen, da eigentlich direkt mal für diese Folge Samstag eine hinterher. Moin Moin! Ja, wie gesagt, wir haben Abfahrt um 14:12 Uhr. 14:14 Uhr. Nächste Haltestelle. Scheibeweg. So. Nehmt mal die Klappe dazu. So, genau. Ja, sind jetzt halt wieder draußen. Haben wir zwar die Fahrgäste ein bisschen was eingenommen. Ihre Moneten aus, passt ja. So, spuren wir mal kurz vor. Können ja bestimmt gleich wieder welche kommen. Aber passt ja. Ja, freut mich, dass ihr die Folge so gut gefallen habt. Und ja. Der Samstag ist quasi für mich erstmal gedacht, weil ich bin nämlich dort selbst erstmal unterwegs. Ein bisschen mit Freunden unterwegs zu sein und so. Da auch ein bisschen mal was Gutes tun. So, seit der letzten Fahrt hatten wir nämlich eine Einnahme von 711 Euro. Also man kann ziemlich schnell das Ganze, runterfahren. Also wie gesagt, ja, runterfahren in dem Fall, schnell abzahlen. Freut mich auf jeden Fall. Und gucken, was wir halt da noch ein bisschen bekommen, da erwischen. Genau, ich mach den Gang raus. So. Dann warten wir noch mal die paar Minütchen. So, jetzt haben wir noch 3 Minuten. Oh, wird schon wieder ein bisschen dunkler. Gefällt mir natürlich erstmal gar nicht. Aber wir werden spätestens bei 1 Minute losfahren. Ja, dank No Copyright Sounds habe ich jetzt mal im Hintergrund ein bisschen Musik dabei. Das testen wir auch einfach mal. Habe einfach bei YouTube No Copyright Sounds eingegangen. Wie gesagt, danke auch erstmal an dieser Stelle, dass er sich so viel Mühe gibt, da so viel Engagement reinzustecken. Ja, auf jeden Fall merke ich gerade, dass jetzt sind viele neue auch Abonnenten da sind. Erstmal auch da, die mich jahrelang unterstützen. Vielen, vielen Dank. Macht mich schon auch etwas wieder sprachlos. Manchmal weiß ich gar nicht, weiß ich wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Wirklich, also. Ja. Da muss man sich mal wirklich was ausdenken. So. Ja, ich sollte auch mal den Gang einlegen. Dann geht's nämlich auch dann direkt mal los. So, Menzlerstraße, wieder zurück zum Gelsenkirchener Rathaus. Ist eigentlich auch einer der chilligen Linien. Wenn du mal Sonntag da mehr reden willst im Stream als sonst, aber ja. Gut. Nächste Haltestelle, Scheibeweg. Das freut mich. Also wenn ihr euch wirklich so viel Interesse habt, ihr bei OMSI 2 Videos, dass ich wieder mehr machen möchte, könnt ihr das mir gerne auch mal unten in die Kommentare reinschreiben. Ein paar andere Linien oder Karten wie
Dresden, kleinere, bin ich mir auch am angucken. Zumindest habe ich mal mit Tobi darüber geredet. Also wie gesagt, Tobi, der mir ja die geholfen hat, in den Busbetrieb von Niedersachsen reinzukommen. Deswegen habe ich auch dankend im Discord bei mir erwähnt. Checkt auf jeden Fall mal da vorbei. Findet bei mir auf jeden Fall aktuelle Projekte. Auch Ihnen einen schönen Tag. Das wird mich auf jeden Fall freuen. So. Ein bisschen zu stark gebremst. Doch. Hallöchen. Ja, nicht nur nicht zu schnell, ne? Also ihr wisst ja Bescheid, gell? Hallo. Ja. Schön. Ach ja, die Guten da, die Guten. Da weiß man manchmal echt nicht, was da kommt. So, da kommt auch schon ein Kollege. Aber ich denke, der fährt weiter. Der zum... Jawohl, zu der Hermannschule. Hätte ich jetzt die neue Webcam dran, könnte man sagen, ich hätte ihn gegrüßt, aber... Ja. Leider nicht. So. Ich hätte gerne eine Tageskarte. Gerne. So, dann gehen wir weiter. Nächste Haltestelle, Ginsterweg. Wir haben, meine Freundin und ich, wir haben uns jetzt vor 3 Tagen, die 6. Staffel von Feuer und Flamme mal angeguckt. Mega, also, was die 4 Aufrufe haben. 1,5 Mille. Das ist schon ordentlich, ey. So, gehen wir mal. Das ist schon brutal, ey. Also, vor allem, wo sie da in dem Gebiet waren, in dem Tunnel drin, wo sie da gesucht haben. Hallo. Das ist schon mega, also das hätte ich nicht gedacht, dass das von früher damals so groß ist, ey. Also, da freue ich mich auch ab und zu. Leute, was macht der da? Nächste Haltestelle, Mehringstraße. Jawohl. Aber es muss ja auch schon enorm sein, ey. Aber du kannst ja auch nicht wissen, ob da irgendwo da Kinder drin sind, ne? Versteckt haben. Also. Da werde ich auch schon Muffe sausach. Auch wenn es für, wie ich es gesagt habe, Lost Play, da was hat, na. Wer weiß. So. Danke fürs Warten. Nächste Haltestelle, Sonnenscheinstraße. Wir fahren einfach durch dich hindurch, ey. Heftig. Das ist heftig. Ja, also wie gesagt, wir haben dann komplett an dem Abend die ganzen
ganze sechste Staffel da durchgeguckt. Und ich glaube, wir waren dann so gegen 1 Uhr fertig. Also, sehr, sehr spannend. Moin. Also die verdienen auf jeden Fall mal, meinen Respekt. Da sind wir auch schon wieder bei Feuerwehr 112, ne? Oder Notruf 112, wie ich das Spiel auch mal vermisse. Könnten wir auch mal wieder zocken, ne? Gut. Nehmen wir dich auch noch mit. Hätten wir unseren Plan schon gefahren. Genau. Also, ich habe im März... möchte ich jetzt auch gerade mal für uns zwei eine kleine Ankündigung machen. Nächste Haltestelle, Xanthener Straße. Ab dem 5. Wenn wir es packen, ups, mal langsam fahren hier. Werden wir eine... oder werden wir 3 Tage... um sie fahren. Das heißt, ich werde mal da noch einen Dienstplan machen. Ob man, also es wird 2 Karten, 3 Karten sein, Rheinhausen, Ruhrgebiet und Alheim sein. Jeweils dann auch da schön für 8 Stunden. Wenn alles klappt, also 6 bis 8 Stunden, ne, dass es auch so einigermaßen passt. Ein Kinderticket. Gerne. Guten Tag. Ja. Zwar viele Fahrgäste drin, aber es lohnt sich. Und das werden wir im Livestream quasi dann fahren. Ich würde mich freuen, wenn viele kommen würden. Ich denke, da haben wir jetzt genug. Bis dahin habe ich vielleicht auch schon einen Stern hier drauf. Müssen wir mal gucken. Und da vielleicht auch ein kleines Repaint, aber wie gesagt. Jetzt am 18.02. werde ich erstmal weiter dieses Hogwarts Legacy zocken. Das macht nämlich mir richtig, richtig viel Spaß. So, und hier kommt gerade mein Wecker. Den ich eigentlich schon deaktiviert habe. Schönen guten Tag. Ja. Aber wenn ich verpasst habe. Oh, 255. Nächste Haltestelle. Spielbierstraße. Ja, jetzt mal zu viel Gas geben. Ja, ruhig brauchen, ja. Weiß ja, was für ein... So, jawohl. So, und einmal den Retarder hier rechts am Lenkrad. Das fehlt mir echt bei den 530er. Also da müssen wir mal was versuchen. So. Hallo. Ach. Hallo. Alles
draußen. So, schön. Gefällt mir richtig. Die Haltestelle, Busch und Straße. So weit vorgerutscht. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Tag. Guten Tag. Ein normales Hardticket, bitte. Jawohl. Eine Einzelfahrt. Aber sicher doch. Jetzt stehen wir an der roten Ampel. Ich habe da noch so ein kleines Anliegen. Wir suchen immer noch Fahrer für unsere Spedition. Aber es wird auch hier bei Verkehrsbetrieb Niedersachsen Mitte Fahrer gesucht. Also dürft ihr auch gerne dort mal anfragen. Gerne auch bei mir oder in Discord. Ich leite natürlich auch gerne die nächste Haltestelle Anfrage weiter. Freut mich das so mehr. Man merkt wieder, wie schön ich wieder dort am konzentriert am Fahren bin. Dafür, dass er einen Spaß machen soll, ne? Aber ja. Da schauen wir einfach mal, wie das da so abgeht. Ja, also drei Haltestellen haben wir noch. Wie gesagt, checkt auf jeden Fall mal meinen YouTube-Kanal, wie gesagt auch meinen Twitch, Facebook und Twitter ab. So, bitte gerade mal Entschuldigung, da hat gerade mein Handy geklingelt, das wollte ich jetzt nicht haben. Ja. Mache ich eigentlich gar nicht, aber wie gesagt, die Leute können ja nicht wissen, wann man eine Aufnahme macht und wann nicht. So. Halt. Machen wir geradeaus weiterfahren. Ach, bitte dann fahr. Nervende Tür, der da. Aber Herz, ne? Aber es ist nur mal ein Schild Herz, ne? Das gibt's schon mit dem. Naja. Und doch. Kaum. Da wird noch mal viel mit. Genau. Jetzt brauchen wir aufpassen. Ja. Mir macht es auf jeden Fall mal wieder richtig Spaß, ein paar richtig schöne Folgen rauszubringen. Bin ich mal gespannt, was heute noch, also Berg sagt, wie die Technik da gleich werden wird.
weil heute am Sonderwetter noch eine kleine Testaufnahme folgen. Dann sagt man, bin ich mal gespannt. So. Hallo. 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 Nächste Haltestelle, Gelsenkirchen-Ruhr Rathaus. Genau. So, das war's dann nämlich auch von mir erstmal für die nächsten zwei Tage. Also heute Samstag und für gestern natürlich noch die andere Folge. Ich hoffe, die hat euch auf jeden Fall gefallen. Und dann werden wir uns auf jeden Fall am Sonntag uns quasi sehen. Alle Links auf Twitch-Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung, aber auch gerne auf anderen Kanälen. Also wie gesagt, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Samstag. Habt viel Spaß. Und ich lasse euch jetzt erstmal ein bisschen hier das Ganze ausklingen. Und ja. Mir macht es immer wieder eine Freude für euch, eine kleine Runde um die zwei zu fahren. Also, viel Spaß dabei. Und checkt auf jeden Fall mal die anderen Projekte ab. LS Osada, LS Port Belleron. Vor allem, wie gesagt, wenn der Skript fertig ist. Das dauert eine Weile, das zu erarbeiten. Freue ich mich, das Ganze dann zu präsentieren. In dem Fall schönen Samstag. Mein Name ist Bartalo. Ciao, ciao.